Das Wort zu seiner ersten Rede im Bundestag hat für die AfD-Fraktion Stefan Kreuter. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, voller Scham haben wir den Antrag von der Union, der SPD und der FDP zur Kenntnis genommen. Eine schön verklausulierte Anpassung, die ohne Aussprache durchgewunken werden sollte. Nennen wir das Kind doch einfach beim Namen. Eine jährliche automatische Diätenerhöhung ohne lästige Debatte und ohne Rechtfertigungen. Meine Damen und Herren, schämen Sie sich nicht. In den letzten 4 Jahren haben Sie rund 1.300 Euro Diäten mehr erhalten, von 8.200 auf 9.500 Euro brutto monatlich. Nur diese Steigerung entspricht der Standardrente in Deutschland. Ein Rentner hat in diesem Zeitraum lediglich 26 Euro mehr erhalten, und das in den Westländern. Meine Damen und Herren, schämen Sie sich nicht. Möchten Sie jetzt gar eine Diskussion beginnen, in welchem Maße Löhne, Gehälter oder gar der Hartz-IV-Satz in diesem Zeitraum gestiegen sind? Ich glaube, das ersparen wir uns jetzt hier besser. Das diskutieren wir in den nächsten Wochen und Monaten noch mit Ihnen ausgiebig. Kennen Sie die Bilder von Mitbürgern, die den Müll nach Pfandflaschen durchsuchen? Dafür schämen wir uns. In Deutschland leben mittlerweile 1,6 Millionen Kinder in Hartz-IV-Haushalten. Finden Sie das nicht erschreckend? Werte Kolleginnen und Kollegen, denken Sie doch mal über Ihre Leistungen nach. Diäten über 9.500 Euro, monatliches Personalbudget von fast 22.000 Euro, Sachkontoleistungen 1.000 Euro, Bahncard erster Klasse auch privat zu nutzen. Hören Sie mir mal zu, das kann ganz sinnvoll sein. Nutzung der Fahrbereitschaft, diverse kleinere Annehmlichkeiten und last but not least eine steuerfreie Kostenpauschale von über 4.300 Euro. Jeder Selbstständige muss Belege sammeln, jeder Angestellte Erklärung abgeben, Nachweise erbringen. Sie können 4.300 Euro steuerfrei vereinnahmen. Ohne Nachweise. Wer keine Zweitwohnung in Berlin unterhält, bitte hören Sie dem Kollegen zu. Danke. Wer kein Wahlkreisbüro unterhält, bekommt die Kostenpauschale trotzdem. Steuerfrei. Meine Damen und Herren, schämen Sie sich nicht. Wir sind hier nicht im Märchen Ali Baba und die 40 Räuber, wo nach Bedarf Geld aus der Sesam-Öffne-Dich-Höhle gerollt werden kann. Es geht hier um hart erarbeitetes Steuergeld. Deshalb ermahnen wir Sie. Gehen Sie verantwortungsvoll mit diesen Steuergeldern um. Unterdrücken Sie keine Diskussion um die Abgeordnetenentschädigungen. Der hier vorgeschlagene Automatismus, und das ohne Aussprache, ist unserer Meinung nach schlicht eine Frechheit. Darf ich Sie an Ihre Redezeit erinnern? Und zwar mit Nachdruck. Damen und Herren, Einsatz noch. Sehr geehrte Damen und Herren, zeigen Sie dem Bürger, unseren Mitbürgern, dass wir Volksvertreter sind und dem Auftrag dieses Parlaments gerecht werden, die Geschicke dieses Landes lenken, zum Wohle des deutschen Volkes, um nicht, um uns hier ein süßes Leben zu machen. Darf ich Sie an Ihre Redezeit erinnern? Den Antrag von CDU, CSU, SPD und der FDP lehnen wir entschieden ab. Vielen Dank. Weil Sie wiederholt gesagt haben, wir würden, der Bundestag würde ohne Aussprache beschließen. Ich darf darauf hinweisen, dass wir mitten in der Aussprache sind, und gebe das Wort.